Meine Damen und Herren, schön, dass Sie ausgehalten haben bis zum Schluss. Zweck der Schlussworte ist nicht, große Worte zu machen, sondern im Telegrammstil vielleicht ein paar Highlights darzustellen und auch Hinweise darauf, was mit den Ergebnissen des Forschungsgipfels geschehen sollte und vielleicht auch erste Themenvorschläge für nächstes Jahr. Was sind heute unsere Ziele gewesen? Das vor zwei Jahren erfolgreich etablierte Forum für den ergebnisoffenen Dialog wollen wir fortsetzen. Dieser Dialog ist, denken wir, für die Zukunft des deutschen Forschungssystems, Innovationssystems insgesamt von Bedeutung. Und wir wollen gerne diese Gruppen, die sich hier treffen, weiter zusammenbringen und relevante Beiträge für den Aufbau einer neuen Innovationskultur. Und es wurde ja sogar gesagt, ein Plural könnte hier sogar helfen, also dass man verschiedene Kulturen zusammenbringt und bündelt. Aus meiner persönlichen Sicht vielleicht ein zweiter Punkt, die Highlights. Wir haben immer wieder gesehen, dass Bildung essentiell ist, ein ganz wichtiger Punkt, welche Einstellungen, Fähigkeiten im Umgang mit Kreativität, mit Neuem, wie kommt das Neue in die Welt, dass wir das, es wurde mehrfach gesagt, und nicht nur in den Universitäten natürlich, sondern auch in den Schulen, aber auch nicht nur da, sondern lebenslanges Lernen ist, glaube ich, hier im Mittelpunkt, auch wenn das hier so nicht formuliert wurde, aber letztlich war es so. Dann haben wir gesehen, dass bei Innovation, Innovationskultur, die köpfeorientierte Innovationsförderung wichtig ist. Es sind auch immer wieder Menschen, die hier zustande kommen, die auch zusammenkommen, die auch hier innovativ tätig sind. Innovationsprozesse müssen konkretisiert werden. Wir haben eine ganze Reihe von interessanten Beispielen gehabt, von Klöckner beispielsweise, das MIT Media Lab oder Alphabet X und andere. Mit der Gesellschaft ist es wichtig, zusammenzukommen, zusammenzuarbeiten. Es muss darum gehen, alle, es wurde von Hinz und Kunz gesprochen, alle in den Prozess der Innovation mit, wenn, soweit es geht, zu beteiligen, gruppenübergreifender Austausch. Ich glaube, hier ist auch dieses Problem der Akzeptanz von neuen Technologien zu sehen. Und das halten wir für ganz wichtig. Sie haben die Gentechnik erwähnt, aber nicht nur die. Und hier, glaube ich, müssen wir alle zusammenwirken, um hier etwas zu erreichen. Das darf nicht nacheinander geschehen, sondern diese Prozesse müssen verschränkt werden und gemeinsam ablaufen. Ja, was geschieht nun mit den Ergebnissen? Wir werden zeitnah ein Diskurskaleidoskop entwickeln, wo so die Highlights dieses Tages zusammengebracht werden, Kernzitate der Teilnehmer aus den unterschiedlichen Foren dann auch dargestellt werden. Und Sie erhalten das, alle Teilnehmer, per E-Mail, dieses Kaleidoskop. Und es wird auch auf der Webpage verantwortlich gezeigt und veröffentlicht. Weiterverfolgung der Themen, auch das denken wir, dass das die Partner, die das, die diese Veranstaltung hier bespielt haben, in ihren jeweiligen Aktivitäten weiter tun werden. Leopoldina hat beispielsweise eine Arbeitsgruppe Digitalisierung und Demokratie jetzt gerade ins Leben gerufen, also ein sehr interessanter Beitrag. Die Kernthesen werden in relevanten Gremien, Hightech-Forum wurde erwähnt, dann auch weitergebracht. Und die Ergebnisse sollen vielleicht auch, wenn Sie noch mal reingucken, als Inspirationsquelle für den einen oder anderen dienen. Themenvorschläge, Aufforderung, hier auch an Sie Themenvorschläge zu machen. Stifterverband, EFI und die Leopoldina werden unmittelbar nach dem heutigen Forschungsgipfel die Planung für 2018 beginnen. Wir stellen uns vor, dass der nächste Forschungsgipfel vielleicht inhaltlich noch stärker international auch fokussiert wird. Man muss sich ja immer so ein bisschen auch bestimmte Highlights versuchen zu reservieren, aber das ist, glaube ich, so etwas. Und auch die Bedeutung Europas für das Innovationssystem ist hier ganz besonders zu sehen, wie der wissenschaftsgetriebene Strukturwandel auch woanders abläuft. Wir laden Sie deshalb herzlich ein. Wir haben noch kein genaues Datum, aber ich denke, wir werden rechtzeitig für das Jahr 2018 Sie wieder einladen, um diesen Dialog kontinuierlich fortzusetzen. Bleibt mir noch
Dank zu sagen an Sie, Herr Barner vom Stifterverband, der das Ganze wesentlich getrieben hat, und Herr Haarhoff von EFI, der, glaube ich, gerade noch oben in einer Telefonkonferenz ist. Es war auch für uns von der Leopoldina sehr bereichernd, mit Ihnen weiter zusammenarbeiten zu dürfen. Herrn Bundesminister Altmaier, die Keynote-Redner, Blitzimpulsgeber, die heute eine Rolle gespielt haben, auch die Teilnehmer dieser Runde, Frau Sitte, Herr Gehring, Herr Heil und Herr Kretschmer, danke, dass Sie gekommen sind. Die Diskutanten im Inner Circle, Frau zu Mühlen, danke für Ihre Mühe, die Sie sich gegeben haben heute Nachmittag. Dann sind es auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort, Herr Stehnke, Frau Bühre, Herr Dauchert und Herr Artmann. Und ich darf Sie noch einladen. Es gibt noch Snacks und Getränke. Wir können weiter diskutieren. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Gute Heimreise und bis zum nächsten Jahr bei dieser Veranstaltung. Dankeschön. Applaus